Heute spreche ich über Sprachlernen. So, hier ist besser. So, ich habe in der Bibliothek gesucht. Ich habe nichts gefunden, aber wie kann man die Sprache schnell lernen? Ich habe aber im Internet einen Artikel und in dem Artikel steht ein paar Tipps, wie kann man die Sprache schnell lernen. Die erste, Verbindung mit einem Muttersprachlehrer. Die zweite, du sollst die Sprache jeden Tag üben. Die dritte, trag immer Wörterbuch mit. Vierte, besuch das Land, in dem die Sprache gesprochen wird. Jetzt gehe ich ins Lawrence Atelier. Lawrence ist mein bester Freund und er spricht 3 oder 4 Sprachen. Und vielleicht hat er gute Tipps. Wir gucken mal. Hallo. Hi. Wie war dein Tag? Heute. Wir haben erst angefangen, der Tag. Okay, ich wollte nur fragen, wie kann man die Sprache schnell lernen? Vielleicht, weil du sprichst auch Italienisch, oder? Wie? Ich habe in Italien gearbeitet, ganz einfach. Ich habe so gelernt wie du. Mhm. Man sagt auf Deutsch, ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Also wenn du keine andere Möglichkeit hast, als die Sprache zu sprechen, die alle sprechen, dann lernst du es auch. Mhm. Oder wie ein Papagei, man spricht einfach die Sachen nach. Okay. Danke, Lorenz. Ist ja. Martina hier? Ja, Martina müsste da sein. Ja, ja. Okay. Danke. Hi. Hallo. Wie geht's? Alles gut? Beschäftigt. Seit wann lebst du in Deutschland? Circa 10 Jahre. Und was ist mit der Deutschsprache? Also ich finde Deutsch schwer, aber auch interessant, ja. In Berlin braucht man kein Deutsch, nicht immer. Also manchmal ja, aber viele Leute sprechen Englisch, es ist sehr international. Und manchmal, ich spreche Deutsch und die Leute antworten in Englisch. Mhm. Und das macht dich ein bisschen schwer. Okay, so. Ja. Danke. Danke, Lorenz. Tschüss. Was machst du? Ich stitche ein paar Bilder zusammen, damit man sich das besser vorstellen kann. Okay, super. So. Danke. Ciao. Ich bin hier in Deutschland seit 1 Jahr. In den ersten 3 Monaten habe ich nur auf Englisch gesprochen. Die hilfreichste Sache aber, mit Englisch sprechen aufzuhören.
Ich betrachte die deutsche Sprache als meine einzige Möglichkeit, mit Leuten zu kommunizieren. Die meisten sagten aber, in 6 Monaten Deutsch lernen, es ist unmöglich. Ich möchte daran erinnern, die Geschichte des menschlichen Fortschritts steht darin, seine Grenze zu erweitern. Bis 1954, alle die Leute sagten, einmal in 4 Minuten zu laufen, es ist unmöglich. Bis Roger Bannister kam und in 3 Minuten 59 Sekunden tat. Die Flugdrohne war auch ein Traum. Ah, Technologie war ein Traum. So, wie habe ich die deutsche Sprache schnell gelernt? Ich habe so viel studiert, so viel gelesen, so viel gehört. Aber das Wichtigste ist, das Lernen der Sprache zu genießen. Genieß es, weil das Leben ist kürzer, als was man braucht, um eine neue Sprache zu lernen. Alles das. Das ist schön.